Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Karte Ostseeküste im Projekt 2 gegen 1 mit mir und dem lieben OskarTV und Moin. dem lieben Fabi Moin. Sulul. In dieser Folge werden wir nämlich wirklich mal fertig mit Hexen. Voll deren Meinung. Immer Blöde kurz. Frage, Osi. Ja. Wie wollen wir eigentlich die Felder jetzt als nächstes bestellen? Gute Frage. Mais kommt ja nämlich an, auch drauf auf 1 zumindest. Ja. Hätte ich schon gesagt, aufs Größte. Gut. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall mit dem Grubber durch. Ah ja, gut, müssen wir die Tiefen lockern, ja. Was soll ich sagen, bei Mais pfeifen wir einfach auf die, weiß ich nicht, wie viel Prozent. 5, glaube ich. Ist ja nicht mehr so viel. Walzen und Balken. Es muss doch hier auch geben, Flügen. So, eine Sekunde. Parksbooster, toll. Ackerbau. 5 oder 15? Das ist jetzt die Frage. Oh, Fünf. Flügen. Geht da nicht mal bei. Hilfe. Kannst aus Spatmaschine und Tieflogger verwenden. Auch sie verhindern das Wachstum von Unkraut und erhöhen den Ertrag für die nächste Ernte. Tieflogger bewähren sich viel schneller und benötigen weniger Traktorleistung. Ja. Was ist denn bei. Das habe ich nie technisch gesehen gemerkt. Also im LS22 hier. Was ist denn der Vorteil von der Spatenmaschine? Warum solltest du dir das anmachen, eine Spatenmaschine zu nehmen? Funktioniert genau wie ein Tieflogger, da hast du keinen Vorteil von. Vielleicht wegen Unkraut oder so oder was Bier. Gerade wenn du zugehört hättest, Spatmaschinen oder Tiefenlocker. Ja, aber vielleicht weniger Unkraut oder. Da steht genau in derselben Zeile. Also. Spatmaschinen und Tiefenlocker sind eins. Die funktionieren genau identisch. Das finde ich nicht toll. Du fährst ja 2 oder 3 km/h weniger. Ja, das ist korrekt. Ja. Hat das überhaupt jemand in echt, so eine Spatenmaschine? Also kann ich dir anbieten, aber Spatmaschine nicht. Gemüsebau. Ja. Weiß ich, dass die verwendet werden. Na gut, Spatmaschine ist das sowas wie eine Fräse eigentlich. Ja, nur halt, dass du wirklich wie einen Spatenkopf da dran Ja. hast, der dann immer wieder so die Erde halt gräbt. Also eigentlich Kartoffeln oder sowas fällt mir öfters so durch meine Fräse. Okay. Also so kleine Betriebe haben das auch viel, sieht man. PS, sagt er, hat der, ne? Was? 670. Läppsch. Den größten Grubber, den wir dahinter knallen könnten, der braucht 500. 15,7 Meter. Nein, ich hab. Hab was Doofes gemacht. Ich hoffe, dass das sieben mal Naja, rausgeht. gut, wir können uns mal größere Tieflacker kaufen. Ja, der von Agrisem, ne? Ja, der für 86. 68, ja. Ja, von 4,5 auf 8 Meter. Ja, das merkst du Das schon. ist ein extremer Das Unterschied. stimmt. Aber, ja. Also, das, wenn wir noch den dann kaufen, weil wir das ja jetzt machen müssen, tief lockern. Ja, die Frage, haben wir das hier überhaupt? Läuft immer noch. Oder machen wir das nur, wenn wir sagen, okay, hier kommen jetzt Sojabohnen oder so mal drauf auf das große Feld? Also ich hätte gesagt, wir nehmen noch mehr Geld auf, dass er schon mal den Tieflacker schon mal Dauer schon hat. Können wir machen. Außer wir müssen. Ja, eine Maisdrille brauchen wir halt noch, ne?
13.000, oder? Achso, ich bin voll, ups. 30. Das geht um das um die 46.000 Euro, die 13 Paletten hier. Für nichts hier. Das ist ja geil. Oder sollen wir den Kredit für... Ach nee, wir, nee, nee, macht keinen Sinn. 50k, Leute. Das ist ja mega. Macht keinen Sinn, weil wir müssen heute ansehen. Das ist ja mega. Müssen wir unbedingt noch dieses andere, die ja hier... machen, Leute? Alter. 46.000 Euro. Das ist ja mega geil. Für ein bisschen Heu reinzuschmeißen, oder? Aber unser Ackergras wird ja sowieso weiter angesät, also. Mega. So. Wolltest du den jetzt eigentlich als Deko da oben stehen lassen in 9X? Das umschieben wir nicht. Aber den da so hochgesetzt hast und dann da einfach auf der Kante stehen lassen. Jo. Ja, muss ja auch mal sein. Wir brauchen noch Pause. Ist ja noch neu. Ja, genau. Letzte Bahn. Dann sind wir leider schon fertig, Leute. Mit Häckseln. Das ist... Ist denn das schon wieder? Ich drück die ganze Zeit Steuerung I und nie hat das bis jetzt geklappt, dass er dann wirklich geöffnet hat. Hä? Warum macht er das nicht? Muss dann immer einmal durchswitchen von den Geräten her. Komisch. Ich glaub das immer. Normal klappt das bei mir auch, aber heute irgendwie nicht. Ich hatte aber auch vorhin das Problem, dass ich irgendwie nicht richtig fahren konnte. Und der war die ganze Zeit dann, wenn ich Gas gegeben habe, hat er gebremst. Ja. Teilweise. So, dann machen wir das mal was anders. Dann machen wir das so, dass wir schon mal ein paar Biggie Baggie kaufen, Leute. Ach, der 6R hat schon das Gewicht da dran. Ich dachte gerade, hä? Kann ich das Schild nicht abkoppeln, aber ne, er hat das Gewicht dran. Gut, 6R wandert ja auch in die Halle bei der BGA. Ach ja. Mal 4 Stück kaufen, oder? Dann mal gucken, was sich tut mit 4 Big Bag Säcken. Ob die schon voll ist mit dem. Das werden wir sehen. So. Halt noch nicht. Ja, also hin. Warte mal kurz. Der Kuppler passt nicht ganz übereinstimmend mit dem Schild. So. Ja, der hat ja diese Amerika oder diese Cut 4 ist das dann, ne? Oh, ja. Ja, das passt halt nicht ganz zu dem Cut 3 Schild. Ja. Da gibt's irgendwie keinen Oberlenker so. Jetzt. Ja. So, das ist schon mal richtig hier gut. Müssen wir noch näher ranfahren fürs östliche Zeugs. Der Hilfe. Gute ist leer, fertig. Der gute Fendt Katana. Und er steckt auf dem Silo fest. Dann können wir gleich. Alter, es wird aber richtig stressig hier.
Gut, nee. Wir können ja theoretisch mit dem Katana kurz abladen gehen. Auf dem, die Ballen, oder? Das können wir ja machen. Oh, Eismangel. Was denn jetzt? Hab ich aber gefragt. Ah ja. So. Machen wir wieder auf hier zum Ocelot hier aufs Feld. Ach ja. Da gibt es hinten auch eine Ausfahrt. Es gibt mehrere Ausfahrten, ja. Gibt auf beiden Seiten links und rechts eine? Oder also vorne und hinten jeweils? Aber keine offizielle. Doch. Ach, Genau da ist da, ja. eine. Alter! Was denn? Also, ach, der, den sollten wir bald tauschen. Warum? Der hat jetzt ja eigentlich, also der hat seitdem ich den repariert habe, knapp 2 oder 3 Stunden gemacht. Der ist jetzt schon wieder halb kaputt. Der lief Warum? nur ein bisschen vor der Karre und vorm Tiefenlocker, eine Stunde knapp. So, Entschuldigung. Ja. Hey, warum nicht tauschen? Hey, warum gehst du schnell kaputt? So viele Stunden oder was? Ja, dadurch, dass der ja so in Anführungsstrichen alt ist, dadurch verschleißen die Sachen ja schneller. So. Aber andersrum gesehen, die 15.000 Euro für den dann, weiß ich nicht, 2, 3 Mal im Jahr reparieren, tun jetzt auch nicht weh. Aber gut, sind natürlich alles Kosten, die man sparen kann, bis zu 50 Stunden dann wieder. Was Ja. hat der Case eigentlich mittlerweile? 11,1. Nein! Junge! Auch schon ein bisschen was. Ja, das stimmt. Ach, come on. Nix geht über unseren Yorland. So, warum fällt der schon runter? Ja, nicht hier auf der Karte, auf der Depols Ach halt. so. Mit 37 oder so weiter. Ja. Siebenunddreißig Stunden? Ja. Okay. Mein Fendt hat 11,1. Ja, aber die haben wir da wirklich draufgefahren, die komplett 37 Stunden, ne? Der lief halt gar nicht mit Helfer oder so. Wir haben auf dem Brett da kein einziges selber benutzt. Ja. Und GPS. Ja. Ah! Jetzt habe ich auch noch Online-Radio angeschaltet. Alter! Reggie, Was was soll das? machst du da? Sollst LS spielen? Macht ja nichts Gutes. Natürlich. Egal. Egal. Oh, Junge. So. Ja, fast schon wieder fertig hier. Naja, 14 Minuten noch, eh? Ja. So, Aber ich Start aufs große Feld, Mais reindrillen und dann los geht's, Leute. muss er bis runter? Nee, oder? doch. Da müsste. Eine Bahn schaffst du ja. Keine Ahnung. Ja. 2600. Kann ich den kurz so wegstellen, Leute? Ja, gut, die Bahn werden jetzt auch mal kürzer eigentlich, ne? Stimmt. Ist das für mich auch schon gut? Jetzt wichtig ist, dass der gute Cosplay-Fahrer läuft. Hier so ein Steiger-Quadtrag wäre auch demnächst mal was. Nee, haben wir schon wieder einen Case. Das Wobei, ist da der haben wir zwei große Case, drei John Deere. nachher. Serion wäre als nächstes was. Ja, dazwischen kommen noch andere Investitionen. Ja. So. Jetzt, Leute, jetzt wird's
Kritisch. Aha. Wir machen zwei Vorgewänder. Das reicht, glaube ich. Würde jetzt nur sagen, das ist, glaube ich, reicht. Ja, fast noch mal wieder zurück. Jo, ist klar. Ja, ich habe mit 25% gestartet. Dann müsste das hinhauen. Nee. Oder? Doch. Ja, könnte. Waren es ja theoretisch ein Stück kürzer. Ja. Alter, die Seemaschine ist einfach nur pervers, Leute. Junge, die ist doch abnormalisch. Na gut, egal. Aber lassen wir so. Der soll drillen, bis die Drille abfällt. So, gut. Fendt Katana ist leer, oder? Schmeiß mal den Anhänger da hinten rückwärts rinne. Wann wird der Mais reif? Wisst ihr das schon? Nee, ich muss kurz kuschen gehen. Geht ja, glaub, gar nicht so lange. Wenn ich jetzt Wann deren kommt habe. eigentlich der Regen hier? Um 13 Uhr. Ja, haben wir noch. Irgendwo kann doch trotzdem wechseln, oder nicht? Manchmal ist der da ein bisschen eigen mit Cosplay. Okay. Müssen wir mal gleich gucken. Jetzt müssen wir nach Hause mit dem New Holland Loader. Tauschen die Weil. irgendwie den Helfer? Hä? Gerade eben saß da noch Tilo drin. Okay. Jetzt an die. Ja. Ja, nur bestimmt Mittagspause. Oder Frühstückspause. Jo. Bei mir Helfer G. Alles gut. Also nicht so coole Helfer. Oh, auch nicht schlecht. Ich muss von denen nicht viel wissen. Die müssen nur arbeiten. Ne? Ja, bei uns arbeitet er auch. Sehr zuverlässig. Naja. Dann arbeitet so, naja. Ich brauche kurz mehr Kraft. Du hast ständig mehr Kraft, ne? Ich habe mich aufgebockt. Soll ich das schaffen mit den Zehen oder wie? Ja, wie wär's damit? Warte mal, warte. Hilfe! Hör damit auf! Er kann das Ja. auch nicht lassen. Hier geht gar nichts mehr. Hä? Ja, aus. Aha, geht doch. Jetzt geht es wieder. Aua! Nee, das leckt gerade. Nö, Jetzt jetzt ist gut. geht Jetzt ist gut. es. Fass nie wieder was an. Was? Er soll nie wieder was anfassen, ey, Junge. Ah. Doch, 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 doch. Nee. Ist gut, Fabi. Ich fass gleich wieder an. Vollkommen verunglückt. Alles gut. Gut. Ah, ja. Schmeißen wir den. Den hier. Ja gut, danach noch knapp 4 Hektar und dann haben wir's. Ja. Ich glaube, das weiß ich, du wird auch rappevoll. Kann ja. Ja, wobei wir haben jetzt eigentlich ja das große Feld, bis auf jetzt 4 Karren knapp, komplett in das eine reingeknallt. Ja, das ist. Tut mir leid, ich habe überlegt, dass ich noch einen Anhänger hier habe. Entschuldigung, Helfer. Nimm ihn ja schon weg. Alles gut. Na, noch nicht fahren. Ach, Jetzt. wir finden eigentlich unsere zweite Einfahrt, Ossi. Gut. Kommst aber wenigstens raus, ne? Ja. So, wie im Himmels Willen, wie will ich denn jetzt mit dem Drescher hier rauskommen? Irgendwann müssen wir uns auch was überlegen, was wir mit unserem Forst machen. Ja, stimmt. Geht. Ich dachte, das wird schwieriger. Aber alles Juli.
Ja. Na! Alter. Der 8, er ist einfach zu lang. Jetzt habe ich den vor den Zaun gesetzt und habe ich in den Haufen gelegt. Weil ich diesmal andersrum da durchgefahren bin. Nein. Komm. Hallo. Sehe hier nichts mit diesen Drecksbäumen. So. Gibt's sowas wie Innenperspektive? Ja. Nee. Danke, Fabi, für die Info. Gern geschehen. Also, mega nett von dir. Ja, wär's nicht drauf gekommen. Nee, 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 niemals. Na, siehste. Ja, deshalb sage ich ja. Danke viel, viel. Ja, gern geschehen. So, wie viel Also, steht noch? das wird noch ziemlich Da bist du pervers, was. Leute, wenn der Mai steht hier. Also, da müssen wir uns sich noch was überlegen, wie das so geht. Aber naja. Du musst auf jeden Fall nochmal hier hinkommen, hä? Ah, ich bin da. Ach ja, ach ja. Alter, ich wollte gerade Dings lassen, Cosplay. Ah. Dann. Was? Ich Und dann. hab schon einen am Laufen. So. Aber wenn das gut ist, dann mach ich das schon, okay? Next. Mach das ruhig, kein Thema. Gut, mach ich das. Papi guckt die ganze Zeit oben links. Warum oben links? Weil mir da Du vorher was hast doch angezeigt wird, gell? komplett Inspektor Mod an. Ja, habe ich ja auch. Ja, eben. Ja, aber ich hab den unten links. Ach so. Töpfe sieht alles oder was? Ja. Ah, Hab okay. mir extra eine Tastenbelegung gelegt, dass ich das aktivieren kann. Mit Steuerung Ü, glaube ich. Aber standardmäßig ist das anders. Toll. Oh, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, liken nicht vergessen, Abo da lassen oder unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.